herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist in Lausanne zugeschaltet und es ist dies Andrea Ullmann. Andrea, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hallo Christoph, vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf. Sehr, sehr gerne. Du befindest dich ja heute in Transition, wenn man so will, sozusagen im Wandel auch und bist heute eigentlich ja, freiberuflich tätig als Consultant und hast auch einen ganz spannenden Podcast, der heißt Fish in the Boardroom und da geht es im Wesentlichen ums Thema Diversität, glaube ich, auch in der Führungsetage. Ja. Und heute wollen wir gerne auch über deinen Wandel in der Karriere sprechen und natürlich auch über das Thema D&I, das heißt Diversity and Inclusion. Und ja, Andrea, wenn ich dich jetzt, du bist jetzt heute in Lausanne, stellen wir uns vor, ich bin jetzt gerade da in der Gegend und wir treffen uns und ich frage dich so, ja, Andrea, was machst du so? Was würdest du sagen? Was ist so dein Elevator Pitch? Elevator Pitch, ja, das ist eine ganz, ganz gute Frage. Ich muss gestehen, dass ich genau das noch am Definieren bin und am Schärfen bin. Ich bin, wie du schon gesagt hast, in Transition und nehme mir die Zeit, um da wirklich eine neue Orientierung und die nächste Phase in meinem Leben zu gestalten mit Sachen, die mir auch wirklich Spaß machen. Was ich soweit sagen kann, ist, dass ich zu meinen beruflichen Hard Skills, die sind sicherlich in der Strategieentwicklung, in Change Management, in der Produktvermarktung und all das also in der Schnittstelle von Marketing und Vertrieb in einem verändernden Umfeld. Das habe ich viele Jahre jetzt gemacht und im Medizinunternehmen und habe da neue Wege im Vertrieb eigentlich eingeleitet. Und das fand ich total, total spannend. Was ich dabei auch sehr stark gesehen habe, ist, wie schwierig Veränderungsprozesse sind in Unternehmen und wie die Vorbildfunktion der Führung nicht immer ganz so ausgelebt wird, sodass Wandel nicht immer so weit geht, wie man sich das auch wünscht. Und diese Thematik, wie begleitet man das? Welche Organisationsformen sind richtig und sind gut dafür, unterstützen das? Welche Firmenkulturen machen eine leistungsfähige Firma und erlauben es, den Mitarbeiter ihr volles Potenzial rauszubringen? Das finde ich total, total spannend. Also es geht ganz stark auch um individuelle Arbeit, um persönliche Arbeit, die mit Angst und Verwundbarkeit zu tun haben, auch in der Führungsetage. Und das ist eigentlich etwas, was man genau im Thema Diversität auch wiederfindet. Weil da geht es genau auch darum, sich auf andere Ideen, andere Menschen, andere Werdegänge einzulassen. Und ich habe da keine grundsätzlichen Antworten, aber es sind Fragen, die mich stark rumtreiben und an denen ich so forsche. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch diesen Podcast, den Fish in the Boardroom, ins Leben gerufen, wo ich mich über das Thema mit unterschiedlichen Menschen unterhalte. Und am Ende ist hier die Frage, was können wir tun? Was können wir ganz konkret tun, um da eine Verbesserung einzuleiten? Sehr schön. Ich finde auch ganz gut, dass du sagst, ich habe eigentlich noch gar keinen richtigen Elevator-Pitch, bin auch noch an dem am Schleifen. Und das ist tatsächlich so. Man muss ja dann auch sich finden oder seine Arbeit dann auch beschreiben und dann wirklich sich in so einem Elevator-Pitch dann auch darstellen. Ist gar nicht so leicht. Finde es auch super, dass du das auch so offen auch sagst. Perfekt. Ich möchte ganz gern nochmal zurückgehen, auch an den Anfang deiner Karriere. Was hast du eigentlich gelernt oder auch studiert? Wie hat das alles bei dir begonnen? Also ich habe angefangen mit einem Bachelor an der HSG in internationalen Beziehungen. Also das war für mich ein Allgemeinwissensstudium. Da habe ich viel mit Politikwissenschaft, Philosophie, auch BWL-Fächer, Finanzen, Marketing, Recht gehabt. Und das war für mich wirklich ein schönes Allround-Studium, wo ich das Umfeld, in welches sich Unternehmen befinden, besser verstanden habe.
Ich habe danach verschiedene Praktika gemacht und bin in die Finanzkommunikation zuerst in Zürich. Da war ich verschiedene Jahre, bevor ich dann ein MBA gemacht habe. Und erst dann bin ich in Medizintechnik reingekommen. Also wie du siehst, schon einiges gemacht und ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Das zeichnet mich schon ein bisschen aus. Okay. Und was gab es da so für Wendepunkte, sage ich mal, in deiner Karriere? Also so Sachen, wo du sagst, da hat sich wirklich etwas drastisch geändert auch. Also es gibt verschiedene. Also jeder Punkt war für mich so ein Wendepunkt. Ich habe grundsätzlich immer wieder die Herausforderung gesucht. Also der leichte Weg war immer zu leicht. Das konnte ich dann nicht reinnehmen. Also es ging darum, sich aus sich selber rauszukommen und Unterschiedliches zu machen. Also mein erster Wendepunkt ist ganz sicher der wirkliche Anfang der Karriere, also mit dem Studium, die Entscheidung, von der Westschweiz in die Deutschschweiz zu gehen, da zu studieren. Das war gar nicht so trivial und so einfach. Aber dann auch nach meinem MBA mich zu entscheiden, ins Ausland zu gehen und dort zu arbeiten. Ich habe in Frankreich, in Deutschland gearbeitet. Ich habe auch direkt nach meinem Studium, nach dem Bachelor, auch in den USA gearbeitet. Das waren alles sehr starke Phasen, wo ich mich aus meiner Komfortzone rausgesetzt habe. Und ich denke, der letzte Wendepunkt, der mich jetzt zu meiner Transition gebracht hat, da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mich selber verloren habe in diesem Rat Race Corporate und dass ich gar nicht mehr so richtig wusste, was will ich überhaupt, was sind meine Stärken, was kann ich, was macht mich aus, was sind meine Werte. Und auch stark dann mit dem, es gab ein paar private Ereignisse, die es so weit gebracht haben, dass ich zurück nach Hause, zurück in die Schweiz wollte und mich entschieden habe, da einen Cut zu machen und wirklich die Sachen von vorne wieder ranzubringen. Und da war der Wendepunkt, den Mut aufzubringen, genau das zu machen. Und soweit bin ich sehr, sehr froh darüber. Okay, sehr schön. Du warst ja vorher in Paris, oder? Ja. Finde ich auch super, dass du auch dann gemerkt hast selber, dass du aus diesem Rat Race Corporate, vielen Dank, gut, da auch dann letztlich dann auch ausgestiegen bist. Sehr, sehr spannend. Und dir dann auch jetzt Zeit nimmst, letztlich dann auch dich da wieder neu zu orientieren. Das finde ich super. Du hast mir vorhin etwas gesagt, möchtest vielleicht noch kurz aufgreifen, finde ich jetzt noch rein technisch noch recht spannend. Du sagtest auch, du hast auch da neue Wege im Vertrieb eingeleitet. Das war aber deine letzten Stelle da in Paris, oder? Ja, das war dann in Deutschland, genau. Also ich war zuerst in Paris und dann mit derselben Firma in Deutschland. Aber es war auf europäischer Ebene. Ja, okay. Was hast du da für neue Wege im Vertrieb eingeleitet? Also es ging darum, dass man weg von einer sehr transaktionsorientierten Vertriebsstruktur ging zu einer mehr beratungsorientierten Vertriebswege. Also ich habe für eine Dentalfirma im Handel gearbeitet und da ging es darum, wie können wir relevanter für das 21. Jahrhundert sein. Und das haben wir eingeführt. Warum ist jetzt ein divers aufgestelltes Team erfolgreicher? Es gibt verschiedene Studien, die das einfach belegen. In der Unterhaltung mit einem Bekannter von mir, der hat mir mal ein sehr schönes Beispiel von sich erzählt, was für mich da wirklich das gut aufzeigt. Es gibt eine Übung, in der man eine Reihenfolge bestimmen soll, wie man ein bestimmtes Problem löst. Und wenn man hier das alleine macht, also da kann man so eine Gruppe zusammenstellen und jeder löst die Übung für sich selbst und sagt, zuerst kommt A, dann kommt B, dann kommt C. Und diese Ergebnisse kann man dann zusammenlegen und gucken, wer schneidet wie ab. Wenn man die Leute dann in
Gruppen bildet und dieselbe Frage wieder beantworten lässt, macht dann eine Gruppe mit Menschen, die ähnliche Gedanken haben. Und eine Gruppe mit Leuten, die ganz unterschiedliche Ergebnisse haben. Man wird merken, dass die Ergebnisse der nicht diversen Gruppe, der homogenen Gruppe, die sind alle schlechter sogar als die einzelnen Antworten. Das heißt, die sind weiter weg vom Optimum. Die Gruppe, die aber divers gearbeitet hat, die hat viel bessere Ergebnisse als jeden Einzelnen und jede andere Gruppe. Also man sieht, dass die Diversität eigentlich und die Unterhaltungen, die Auseinandersetzungen zu viel besseren Ergebnissen kommen. Und das ist eigentlich genau das, was man mit Diversität sucht. Okay. Was ich aber jetzt aus meiner Praxis feststelle, Diversität, alles wunderbar, aber ich glaube, das Entscheidende ist dann das Thema Inclusion. Also wirklich, aus meiner Sicht, also divers ist ja schön soweit, aber das geht ja, für mich ist das wichtig, dann das auch zusammenzubringen, das wirklich auch sich die Zeit zu nehmen, dahin zu hören und die Leute wirklich zu inkludieren oder Inclusion. Wie siehst du das genau? Also Diversität ohne Inclusion nützt gar nichts. Also das ist das geht nicht. Und eigentlich, ich meine, Diversität, man redet viel über Diversität, um zu sagen, dass es mehr Frauen in Führungsetagen soll oder mehr Farbige oder was auch immer. Diversität kann aber sehr wohl auch in einer eigenen Gruppe von Männern sein. Aber es geht darum, dass man unterschiedliche Meinungen wahrnimmt, dass man es wagen kann, was zu sagen, dass man sich wohlfühlt. Und dass da ganz Unterschiedliches wirklich auch rauskommen darf. Hast du da vielleicht Beispiele von Unternehmen, wo du sagst, Mensch, die haben das jetzt wirklich ganz toll umgesetzt, das Thema D&I, und sind deutlich, deutlich erfolgreicher am Markt wie viele andere? Kann man das sagen? Gibt es da Studien dazu? Oder hast du da vielleicht ein paar Infos? Ja, also ich weiß, in der Schweiz wird immer wieder IKEA als ganz starkes Beispiel dargestellt. Also IKEA überlegt sich ja ganz andere Wege auch in der Führung und da wird vieles auch in der Art und Weise, wie Führung gelebt wird, in Frage gestellt. Und ich glaube, dahin müssen wir hin. Und es gibt auch diese ganz viele Startups und ganz viele neue Organisationen, die auch hier neue Wege der Führung, der Organisationsstrukturen austesten und damit sehr, sehr erfolgreich sind. Ja, jetzt vielleicht noch zu deinem Podcast. Ich meine, da sind die Themen natürlich drauf. Du machst den in Englisch. Ich finde den übrigens sehr, sehr gut. Also da nochmal Gratulation auch zu Fish in the Boardroom. Gibt es da noch ein paar Sachen, wo du vielleicht noch dazu auch noch sagen möchtest oder ein paar Erkenntnisse auch da draus? Also ich habe den Podcast ins Leben gerufen, wirklich mit dem Wunsch, in Dialog zu treten. Also erstmal ich selber und auch in der Hoffnung, dass andere Menschen darin Inspiration finden, um in Dialog zu kommen. Mir fällt auf, wie wenig Männer sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also ich versuche auch in meinen Interviewpartner ähnlich viele Männer wie Frauen einzuladen. Und das zeigt sich als gar ganz schwierig. Also oft machen sich die Männer gar nicht so viel Gedanken darüber und denken sich, das ist ein Frauenthema. Und da bin ich nicht so damit einverstanden. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Und ich denke, Männer haben genauso viel darin zu gewinnen, mehr Flexibilität, auch mehr Balance zu bekommen zwischen Familie und Beruf. Denn am Ende geht es ja genau darum, eine Wahlmöglichkeit zu haben. Und ich wünsche mir, dass jeder sich da selber an die Sahnese nimmt und seinen Weg sucht und findet und dabei in Beziehung bleibt und die Unterhaltung gibt. Gibt es auch jetzt also Tipps, wo du in deinem Leben bekommen hast, so vielleicht auch Ratschläge, Tipps, wo du gesagt hast, Mensch, die waren
wirklich, wirklich gut und die würde ich auch hier gerne teilen wollen. Vielleicht gibt es da so 2, 3 Tipps, wo du uns mitgeben könntest. Also der allererste Tipp, den ich jemals bekommen habe von einem meiner ersten Chefs, war Andrea, you have to stay on top of things. Das war für mich dann so, dass ich da wirklich die Sachen in die Hand nehmen soll. Und dann aber, ich habe es mir so zu Herzen genommen, dass ich manchmal die Sachen zu sehr ins Extrem genommen habe und Sachen kontrollieren wollte. Und da ist auch so diese Balance zu finden zwischen Kontrolle und doch was zu haben, ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt hat. Und diese verschiedenen Tipps auf diesem Weg waren für mich ganz gut. Neulich sind da 2 Sachen, die für mich meinen aktuellen Weg ganz wichtig sind. Auf der einen Seite trust the process. Also, dass man sich da nicht alles kontrolliert, genau, und dass man seinen Weg einfach macht und Vertrauen hat in sich und in seine Umwelt. Und der letzte ist stop powering through. Also, wenn etwas nicht funktioniert, dann ändern und was anders machen und nicht mit der Wand, mit dem Kopf durch die Wand unbedingt gehen wollen, sondern Sachen auch mit Leichtigkeit nehmen können. Jetzt eine kleine philosophische Frage vielleicht. Was würdest du als deinen sogenannten Life Purpose beschreiben? Was ist so dein Why? Das finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist eine Frage, ich kann mir vorstellen, wenn mich Leute so sehen und beobachten, sehen sie mein Life Purpose eher, als ich ihn für mich definieren kann. Und ich habe jetzt auch hier noch keine genaue Definition, was mein Life Purpose ist. Aber ich bin dran, ich möchte das jetzt für mich auch rausfinden, weil für mich ist das ein Kompass. Das ist eine Orientierung, die einen hilft, die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Was ich so weiß, ist, dass es mit Befähigen zu tun hat, mit Veränderung und mit anderen und mir selber helfen, Wachstum zu generieren. Gibt es auch irgendwelche Internetressourcen, Apps, Programme etc., wo du sagst, Mensch, die finde ich noch spannend und die helfen mir auch vielleicht auch meinen Tagesablauf besser zu gestalten etc.? Eine App, die ich tatsächlich ganz oft und sehr, sehr gerne nutze, ist Headspace. Das ist eine Meditations-App. Das hilft mir immer wieder runterzukommen und loszulassen. Und die kann ich sehr, sehr gut empfehlen. Ansonsten gibt es so Ressourcen, die für mich ganz, ganz wichtig ist. Ich habe im Bereich Gender und Diversity auf Französisch einen Podcast, den ich gerne nutze, den gerne höre. Das ist Les Couilles sur la Table. Da sind es Unterhaltungen und da versucht man zu gucken, welche Rolle hat Gender in unserer Gesellschaft. Und ein großer Klassiker, den ich ganz oft immer wieder höre, ist von Brené Brown, ihr TED-Talk über Vulnerability. Finde ich auch ganz, ganz schön und erinnere mich gerne an diesen Gedanken. Super, sehr schön. Und Bücher, haben dich auch Bücher begeistert? Und wenn ja, welche? Welche könntest du auch gern hier weiterempfehlen? Also für meine Transition jetzt ein Buch, das ich aktiv genutzt habe und immer noch benutze, ist ein Buch, das heißt Design Your Life. Das ist von Robert Kötter und Marius Kurzhave. Und da gibt es ganz, ganz viele Übungen und Gedankenanstöße darüber, wie man sein Leben führen möchte. Und es geht nicht darum, dass man unbedingt einen großen Wandel geht, sondern eher, dass man für sich definiert, was ist einem wichtig. Und was will jeder Einzelne für sich im Leben überhaupt erreichen? Und so mit Zufriedenheit entweder im selben Job bleiben oder was anderes machen oder andere Elemente dazu nehmen. Und dann zum Thema Organisationskulturen, da habe ich auch ein bisschen darüber gesprochen, dass mich das interessiert. Da gibt es sehr große Klassiker von Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Und ein Pendant dazu, was ich auch ganz spannend finde, ist von Bettina Roloff,
das New Work Needs Inner Work. Da geht es nochmal mehr darum, was braucht es überhaupt bei jedem Einzelnen, damit so eine Organisationsstruktur überhaupt möglich ist. Sehr schön, wunderbar. Wenn jetzt jemand hört und sagt, ich würde wahnsinnig gern mal mit Andrea Kontakt aufnehmen, wie macht man das bei dir? Am besten über LinkedIn oder über die Webseite von meinem Podcast Fish in the Boardroom. Und da kann man mir eine E-Mail schreiben. Und ich freue mich auf jegliche Kontaktaufnahme. Vielen, vielen herzlichen Dank. Andrea, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Viele schöne Grüße in die Westschweiz und vielleicht bis bald wieder mal live. Alles Gute. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.